Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei unserem Sendeformat Die Suche nach dem Sinn des Lebens. Heute im Studio zu Gast ist Pim van Lommel. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sie sind medizinisch sehr versiert, Sie sind Kardiologe, haben sich mit dem Thema Nahtoderfahrungen auseinandergesetzt. Wir haben vorhin im Gespräch kurz drüber gesprochen, über den Unterschied von Hirntod zu Herztod. Also es sind wirklich sehr, sehr spannende Themen, was für viele Menschen leider immer noch ein Tabuthema ist. Aber dafür sind wir heute da, dass wir das einfach wirklich mal ein bisschen ansprechen können und uns natürlich auch die Frage stellen zu können, was Sie vielleicht aus Ihrer persönlichen Perspektive zu dem Sinn des Lebens eigentlich zu sagen haben. Nochmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja. In Ihren Forschungen, gerade im Thema Nahtod, sind da diverse Themen mal bei Ihnen aufgekommen oder bei Ihren Patienten, wo es eben um den Sinn des Lebens ging? Ich habe als Kardiologe sehr viele Patienten entgegen, die einen Herzstillstand überlebt hatten. Mhm. Und wir haben auch eine Studie gemacht, eine prospektive Studie mit 344 aufeinanderfolgenden Patienten, die einen Herzstillstand überlebt hatten. Und wir fanden heraus, dass 18% dieser Patienten hatte ein erweitertes Bewusstsein mit der Möglichkeit von Wahrnehmung außerhalb und oberhalb des Körpers, mit Gedanken, mit Gefühlen, mit Erinnerungen, mit der Konfrontation mit bedingungsloser Liebe. Und auch bewusste Rückkehr im Körper. Und das alles geschah im Moment, dass sie total bewusstlos waren durch einen Herzstillstand. Mhm. Und medizinisch ist das sehr interessant, weil die heutige materielle Wissenschaft noch immer glaubt, dass das Bewusstsein ein Produkt des funktionierenden Gehirns ist. Mhm. Aber das Gehirn funktioniert nicht mehr beim Herzstillstand innerhalb von 10 bis 20 Sekunden, der Patient ist bewusstlos, da sind keine Körperreflexe, keine Hirnstammreflexe mehr, keine Atmung mehr unter elektrische Aktivität des Gehirns. Das EEG ist flach innerhalb von 10 bis 20 Sekunden. Und ab diesem Moment haben die Patienten ein erweitertes Bewusstsein. Das ist erstaunlich, weil eigentlich sagt man ja bewusstlos, ja, und gleichzeitig haben sie ein erweitertes Bewusstsein. So, das meist Wichtige ist, dass wir fanden, dass ungefähr 20% dieser Patienten haben ein erweitertes Bewusstsein. Na, wie ist das möglich? Das war für uns die Frage. Das war, wo wir die Studie gemacht haben, eine prospektive Studie, die in der Lancet publiziert wurde in 2001. Und wir fanden heraus, dass er keine wissenschaftliche Erklärung ist, warum diese Leute ein erweitertes Bewusstsein, ein Nahtoderfahren erfahren, erzählen können. Da war kein Unterschied zwischen den 82% der Patienten ohne Nahtoderfahrung und den 80% mit der Nahtoderfahrung. In der Dauer der Bewusstlosigkeit, die Dauer der Herzstillstand, die Medikamente, die sie bekommen hatten, Angst, die psychologischen Faktoren, Religion, Christen oder Atheist machte nichts, Geschlecht. So, da war keine Erklären, warum Menschen ein Nahtoderfahren haben. Das heißt, dass wir bis vor kurzem hat man immer geglaubt, dass es ein Resultat war des Gehirnfunktion, dass es nicht gut funktionierte oder Medikamente oder Psychose oder Halluzination. Aber wir haben das alles gesagt, das ist nicht wahr. So, und der zweite Studie war eine Langzeitstudie mit Interviews nach 2 und 8 Jahren über die Transformation. Alle Patienten mit der Nahtoderfahrung ändern sich. Mhm. Und das ist drei Faktoren. Der erste ist, sie haben ein neues Einsicht, was ist wichtig im Leben. Sie haben keine Angst mehr vor dem Tod, weil Tod war nicht Tod, eine andere Form von Leben. Und sie haben eine erweiterte intuitive Sensitivität. Sie sind verbunden mit allen und jeder Mensch und auch mit der Natur. So, das Sinn des Lebens ändert sich total, weil sie wissen, dass die Tod nicht tot ist, dass eine Kontinuität des Bewusstseins sei, dass die Tod nur das Ende des physischen Körpers ist, aber nicht von das Bewusstsein. Und dieses Einsicht gibt verursacht, dass Menschen
das Leben total anders erfahren. Sie sind, das meist Wichtige ist bedingungslose Liebe und Empathie nach einem selbst. Das Erste, das ist zu akzeptieren, wie sie sind, bitte auch die negativen Aspekte, die wir alle haben. Und Empathie und bedingungslose Liebe nach anderen und nach der Natur. Und so, dass in die materielle Welt, wenn man glaubt, dass der Tod das Ende ist, gibt man alle Energie nach das Materielle, nach das Außerliche, nach Geld und Macht und so weiter. Das ist nicht mehr wichtig. So, der Sinn des Lebens ändert sich total für diese Menschen. Andererseits ist eine Art der Erfahrung auch ein spirituelles Trauma, weil sie das nicht teilen können. Die Doktor, die Ärzte, die Krankenschwester, die Familie, glaubt sie nicht. Es ist ein großes Tabu. Solche Schweigen vor 10 oder langer Jahren. Und das sind viele Jahre mit Einsamkeit, mit Depression und mit Heimweh. So, das sind schwere Jahre. Das Heimweh nach diesem Zustand des erweiterten Bewusstseins dann. Ja, das ist unglaublich. So, sie haben so viel Heimweh. Und wenn sie das nicht teilen können mit anderen, kann sie das auch, ist es schwer für ihn, die Erfahrung zu akzeptieren. Und am letzten auch zu integrieren in ihrem Leben, dass ihr Leben anders wird. Das ist wirklich mega erstaunlich, weil, wie gesagt, allein schon diese Erkenntnis, dass das Bewusstsein nicht vom Gehirn gesteuert wird und es eigentlich keine wissenschaftliche Grundlage dafür gibt, wo es sonst herkommt, lässt einfach wieder Raum für so viel mehr Fragen. Ich würde gerne nochmal auf dieses Thema der bedingungslosen Liebe eingehen. Ja. Wenn Sie jetzt jemand, der nicht im TV-Studio sitzt, sondern auf der Straße begegnet und Sie nach dem Sinn des Lebens fragt, welchen Stellenwert würde dann die bedingungslose Liebe für den Sinn des Lebens für Sie persönlich einnehmen? Ich glaube, dass was so wichtig ist, dass als man weiß, dass das Tod nicht das Ende ist, dass die Kontinuität, das Bewusstsein das Einzige ist, dann lebt man anders. Dann ist das meist Wichtige die Verbundenheit mit anderen Menschen, die Verbundenheit mit der Natur, Verbundenheit mit der gefährdeten Erde. Und man ändert sich, wie man lebt, wie man isst, was man kauft und so weiter. Das heißt, man fängt dann eigentlich automatisch an, wenn man so ein Nahtoderlebnis hatte und so einen bewusstseinserweiternden Zustand, fängt man automatisch eigentlich an, ethnischer zu leben und mehr im Einklang mit der Schöpfung letztendlich. Ja, so der andere Name für Nahtoderfahrung ist eine Erfahrung der Einsseins. Man ist mit alles und jedem Mensch verbunden. Und der alte Name hat im Mittelalter gesagt, religiöse Erfahrung oder mystische Erfahrung und so weiter, aber es heutige Tag sagt man ein Nahtoderfahrung, weil man mit dem Herzstillstand beweisen kann, dass dieses erweiterte Bewusstsein war auf das Moment, dass das Gehirn nicht mehr funktionierte. So, das Gehirn ist nicht der Produzent des Bewusstseins, aber es ist der Interface. So, es macht es möglich, um Bewusstsein zu erfahren im Körper, aber es ist nicht produziert. Das vergleiche ich gerne mit ein Computer, man hat 1 Billion, Milliarde Internet-Websites, aber das Internet, die iCloud ist nicht durch das Computer produziert, aber das macht es möglich, das zu empfangen. Es gibt den Zugang quasi dazu. Ja, und das ist auch ähnlich mit dem Gehirn. Aber die meisten Neurowissenschaftler glauben noch immer die nie bewiesene Annahme, dass Bewusstsein ein Produkt des Gehirns sei. Aber das ändert sich auch. Eine sehr spannende Perspektive und ich denke, echt eine absolute Weisheit. Was mich noch interessieren würde, Herr van Lommel, Sie haben vorhin gemeint, dass es überhaupt keine Rolle gespielt hat, ob derjenige, der diese Nahtoderfahrung hatte, ob er Atheist war, ob er Christ war, ob er Moslem war. Inwiefern, weil ich habe das irgendwie mitgekriegt, dass viele Leute, die nach dem Sinn des Lebens suchen, sich oftmals in die Religion flüchten und dort ihr Zuhause finden und dort ihren spirituellen Anker quasi legen können. Was spielt denn die Religion auf der Suche nach dem Sinn des Lebens für eine Rolle? Ja, das ist ein Unterschied zwischen Religion und Spiritualität. Die meisten Menschen mit Naturerfahrung, die glauben nicht mehr. Sie wissen, sie haben kein Glauben mehr. So auch die Kirche ist weniger interessant für sie, weil sie wissen.
Aber sie haben eben die Suche nach Spiritualität, nach dem Sinn des Lebens. So alle Menschen mit Nahtoderfahrung haben eine bewusste Suche nach dem Sinn des Lebens, nach der Spiritualität. Spiritualität ist die Suche nach dem Sinn des Lebens durch innere Erfahrung. Mhm. Das haben Sie sehr schön ausgedrückt, dass es da nicht mehr um Glauben geht, sondern tatsächlich um Wissen. Jetzt werden sich unsere Zuschauer nur eine Frage stellen. Es hat nicht jeder die Möglichkeit, ein Nahtoderlebnis nachzuahmen oder zu empfinden. Wie kann jemand in seinem täglichen Alltag, in seiner Routine, in dem, wie er ist und in dem, wie er als Geschöpf auf dieser Erde wandelt, wie kann er denn diese Erfahrung oder diese Weisheit überhaupt gewinnen? Gibt es da aus Ihrer persönlichen Perspektive einen Weg, diese Erfahrung nachzuahmen oder zu dieser Weisheit zu gelangen? Ja, meistens nicht. Für die Wissenschaft ist der Herzzustand wichtig, weil man weiß, dass das Gehirn nicht mehr funktioniert. Aber man kann auch diese Nahtoderfahrung haben bei Todesangst oder Meditation oder Isolation, in der Wüste oder nur ein Spaziergang in Natur. Mhm. So, da sind so viele Möglichkeiten, auch in der Lebensende-Erfahrung, in der terminalen Phase des Lebens kann man diese Lebensende-Erfahrung haben, die sind ähnlich wie die Nahtoderfahrung. Aber auch in Meditation ist es möglich, erweiterte Bewusstsein zu erfahren, aber es ist niemals, muss das sein, dass man meditiert, um diese Erfahrung zu bekommen. Mhm. Man kann es bekommen, aber es kann auch nicht geschehen. Mhm. Man kann da niemals umfragen. Mhm. Das bedeutet ja, wenn man das Ganze jetzt auf gut Deutsch übersetzt, es gibt quasi eigentlich keine Möglichkeit, zu dieser Weisheit zu gelangen, bis man an den Punkt gelangt, wo man es quasi notgedrungen durch den natürlichen Ablauf des Lebens eigentlich selbst erfährt. Aber eine andere Möglichkeit ist, nach Menschen mit der Nahtoderfahrung mit ihnen zu sprechen, sie anzuhören, Bücher zu lesen über Nahtoderfahrung. Mhm. Und man ändert sich immer, als man Menschen mit Nahtoderfahrung entgegnet, wenn sie das teilen mit anderen. So, die Möglichkeit von dieser Weisheit ist da immer. Aber auch in Religion und Spiritualität haben wir diese ähnliche Erkenntnis auch immer gewusst. Ja. So, es ist nicht Neues. Also Platon hat vor 2500 Jahren exakt dasselbe beschrieben. Und die Vedas, die Upanishads von den Hindus, auch tibetanischer Buddhismus und die Sufis, es ist immer schon gewusst. Das heißt, immer diese Erfahrung war immer da. Mhm. Nur dann haben wir natürlich auch wieder diese kleine Herausforderung, wenn ich mir jetzt jemanden suche, der diese Nahtoderfahrung persönlich gemacht hat und ich spreche mit dieser Person, dann muss ich glauben und ich kann noch nicht wissen. Das heißt, ich kann eigentlich nur in meiner Annahme, wenn ich davon ausgehe, dass ich dann in einem Zustand der bedingungslosen Liebe wäre, kann ich mich eigentlich nur in meinem Glauben bestärkt fühlen. Aber es ist dann immer noch kein Wissen. Man muss ohne Vorurteile anhören. Man muss das Gefühl haben, dass dieser Mensch mit Nahtoderfahrung das andere mit anderen. Man fühlt die Emotionen, man fühlt die Rückhalt, um das mit anderen zu teilen. Aber da ist kein wissenschaftlicher Beweis für diese Erfahrung, weil das subjektive Erfahrungen sein. So mit der heutigen materiellen Wissenschaft ist es nicht möglich, subjektive Erfahrungen im Bewusstsein zu beweisen oder zu objektivieren oder zu reproduzieren. Subjektivität ist nicht mit der heutigen Wissenschaft zu beweisen. Mhm. So dass die heutige Wissenschaft fehlt durch die materielle Paradigma. Mhm. Ja. Wobei das Schöne an der ganzen Geschichte ist ja eigentlich, dass man nicht immer alles beweisen, messen oder nachweisen können muss. Ich glaube, das gibt uns das Menschen Bewusstsein, auch das ist unmöglich, das zu messen und zu objektivieren. Ja. Und das finde ich eigentlich auch ganz schön, dass uns Menschen so ein gewisser Raum eigentlich noch gewährt wird, wo wir einfach glauben dürfen noch, nur wenn ich alles anfassen oder wie auch immer muss. Ja. Was mich noch interessieren würde, Herr van Lommel, wie stehen Sie denn zu dem Thema Reinkarnation und der Wiedergeburt der menschlichen Seele? Ja,
Ich weiß es nicht sicher. Ich weiß nicht, was reinkarniert. Mhm. Aber für mich ist die Kontinuität des Bewusstseins klar. Mhm. So am Ende des Lebens ist das, das Körper stirbt, aber das Bewusstsein ist immer da. So es ist sehr möglich, dass wieder das Bewusstsein an andere Körper, in einen anderen Körper zurückkommt. Mhm. Aber ich weiß nicht, was zurückkommt. Ich glaube niemals, dass das Ego, das Wachbewusstsein zurückkommt, aber etwas Höheres. Wenn man davon ausgeht, dass ein Bewusstsein oder eine Seele reinkarniert, dann hat ja diese Seele eigentlich diese Nahtoderfahrung oder die Toderfahrung bereits schon gemacht. Das heißt, eigentlich tragen wir ja diese Weisheit alle in uns letztendlich. Ja. Und das sind, ich kenne auch Menschen, die geschrieben haben, dass sie in Rückführung, dass sie diese Todeserfahrung sich erinnern können. Mhm. Das heißt, die Weisheit ist eigentlich in jedem von uns vorhanden und man müsste eigentlich in Anführungsstrichen nur seinen hochpersönlichen Zugang dazu finden, sei es über Meditation, über eine Rückführung, vielleicht über Aufstellungen, über Spaziergänge, über Channeling, was es nicht alles gibt. Das heißt, eigentlich wäre das Wissen hier, aber ich müsste es irgendwie anderweitig abrufen können. Ja. Und nach der Nahtoderfahrung ist die Empfangsmodul erweitert für die Menschen. So, sie empfangen sehr viel Information, sie empfangen auch die Gefühle von anderen Menschen. Sie wissen manchmal, dass eine Person sterben soll in 3 Wochen und das alles stimmt. So, sie haben Information nicht durch die Sinne und nicht durch das Körper. Nicht lokale Information. Ohne Zeit, ohne Raum. Das bedeutet, dass ich mein Bewusstsein tatsächlich auch auf einen in eine andere Dimension eigentlich emporhebe, wo ich andere Dinge wahrnehme, die uns sonst verwehrt bleiben. Ja. Es muss tatsächlich für diese Menschen ziemlich schwierig sein, sich in diesem kapitalistischen Zeitalter, in dem wir uns befinden, wo alles hektisch und stressig ist, sich nach so einer Erfahrung zurechtzufinden. Welche Tipps würden Sie solchen Menschen geben, die solche Erfahrungen gemacht haben? Ja. So wie ich schon sagte, es ist ein spirituelles Trauma. Mhm. Es ist wirklich ein Trauma. Und sie brauchen Zeit und Akzeptanz. Und Menschen, die das anhören können, ohne Vorurteile. Mhm. Und dann können sie sich selbst ändern und akzeptieren und integrieren. Mhm. Und diese Menschen haben ja eigentlich auch wirklich dann die Gabe oder ganz neue Talente, um eigentlich einen riesengroßen Unterschied eigentlich im Leben von Hunderten, Aberhunderten von Menschen zu machen mit dieser Weisheit, die sie erlangt haben. Wir brauchen die Weisheit. Und in Europa sind 20 Millionen Menschen mit der Nahtoderfahrung. In Deutschland 3 Millionen. So, das sind sehr viele Leute mit Nahtoderfahrung. Aber die meisten schweigen, weil die Menschen sie nicht glauben. Gibt es irgendwie, vielleicht von Ihnen oder von jemand anders, so etwas wie eine Anlaufstelle, wo diese Menschen Gehör geschenkt bekommen, wo die Menschen sich frei kommunizieren dürfen? Ja, da in Deutschland ist das Netzwerk Nahtoderfahrung und wir haben auch so etwas ich war im Medium, Begründer in 1988 in den Niederlanden. Das ist der Niederländische IANS, International Association of Near-Death Studies. Wir haben so auch in Frankreich, auch in der Schweiz, glaube ich, auch in den letzten Jahren. So, da sind ein- oder zweimal pro Jahr kommen sie zusammen mit den Menschen und sie haben sich nichts auseinanderzusetzen. Man weiß von den anderen, was sie wissen und was sie glauben. Es verbindet natürlich auch, weil jemand, der eine Nahtoderfahrung gemacht hat, teilt natürlich auch sein Wissen und seine eigene Erfahrung mit jemandem, wo er auch weiß, dass er das Gleiche durchgemacht hat. Wenn ich jetzt auf der Suche wäre nach jemandem, der eine Nahtoderfahrung gemacht hat, kann man dann über diese Institutionen auch direkt Kontakt zu diesen Menschen aufnehmen? Jawohl, ist immer möglich. Das ist absolut, absolut spannend. Was mich persönlich auch noch interessieren würde, nochmal auf das Thema der Religion zurückzukommen, weil Sie haben vorhin noch gesagt, dass die Spiritualität und Religion ganz klar zu differenzieren sind. Würden Sie dann sagen, ohne etwas angreifen oder kritisieren zu wollen, aber dass die Religion und die gewissen Abläufe innerhalb einer Glaubensrichtung vielleicht sogar einen gewissen Deckel draufsetzen auf die Entwicklung in diese Richtung? Es ist eine Beschränkung. Die Kirche ist eine Beschränkung für ihr inneres Wissen. Religion ist lateinisch für Wiederverbindung. Religion, Wiederverbindung. Und das, was sie machen. Aber das ist auch Spiritualität. Aber die Religion, die Kirche ist durch Menschen gemacht und beschränkt.
Das bedeutet, man könnte theoretisch über die Religion seiner Wahl einen gewissen Weg einschlagen, aber Sie würden empfehlen, dass man seinen Geist öffnet, ja, nach links und nach rechts und sich, ja, auch andere Dinge quasi anhört. Und ich habe auch negative Erfahrungen mit Pfarrer. Mhm. Für Sie, die Sie damit zu tun haben, zu dem Thema Organtransplantation, das ist ja für Sie auch ein ganz großes Thema gewesen. Ja. Wie bewerten Sie das Thema Organtransplantation? Und ist zum Beispiel, könnte es zum Beispiel auch sein, weil es, man liest es und hört es ja immer wieder, dass durch die Transplantation von Organen ein Teil einer fremden Seele in einem Menschen drin wohnen könnte? Ja. Erstens, im 1968 ist der Ad-Hoc-Committee in Harvard mit Chirurgen Ethiker gekommen, um zu sagen, wie können wir Organen bekommen? Da haben sie gesagt, dass Menschen lang in Koma lagen, nennen wir Hirntod. Und Hirntod nennen wir Tod. Dann haben wir Organ von toten Menschen. Mhm. So, es ist ein Konstrukt, um Organe zu bekommen. Und hirntote Menschen, wenn die Diagnose richtig gemacht ist, dann ist 3% des Körpers, das ist Gehirn, ist irreversibel gestört, verstört. Aber 97% des Körpers ist lebendig und wird lebendig gehalten, weil man lebendige Organe braucht für Transplantation. Was logisch ist, ich kann keine toten Organe. Ein totes Organ kann man nicht transplantieren. So, das Körper funktioniert total normal. Aber auch in Deutschland, auch in der Schweiz, spricht man über das künstliche Beatmung des Leichnams. Aber wir wissen, das ist nicht möglich. Mhm. Und es sind mehr als 10 Frauen bekannt, die hirntot erklärt werden, aber schwanger waren. Sie waren an der Maschine vor Wochen und haben sie ein lebendiges Kind geboren. Ein Leichnam kann kein lebendiges Kind gebären. So, ein Hirntod ist nicht tot. Und es ist der Anfang des Sterbesprozesses. Und als man die Organe rausnimmt, das Herz und die, dann ist das Sterbeprozess wird enorm erschleunigt, schneller. Und ich weiß nicht ganz, was das bedeutet für die Bewusstsein des sterbenden Menschen. Mhm. Aber nicht nur das Gehirn, aber jede Organ und jede Zelle hat die Interface-Funktion für Aspekte des Bewusstseins. So ein lebendiges Organ, das Herz oder Lunge oder Nier, der ist noch immer funktioniert als Empfänger des Teilen des Bewusstseins gestorbener Donor. Mhm. So die Menschen mit einem neuen Organ haben einen Aspekt, was sie empfangen von dem Bewusstsein gestorbener Donor. Und das ist, was sie meinen, genau, dass sie sich ändern. Und das ist ein großes Tabu für die Transplantation. Mhm. Auch in der Schweiz bekommen die meisten hirntote Menschen ein totale Anästhesie, mhm, weil ein Leichnam braucht keine Anästhesie. Mhm. Aber man gibt es, weil das Körper total sehr viel bewegen mag. So, es ist, das große Problem ist, dass Hirntod nicht tot ist. Und dass am Anfang des Sterbeprozesses, und der Sterbeprozess wird zerstört, ja, was mit Organen hat. Normalerweise braucht der Mensch, der Körper, 2 oder 3 Tage, für alle Energie und Information aus des Körpers ist. Mhm. Das heißt im Klartext, Sie würden eigentlich auch etwas ganz Stupides in den Raum geworfen, aber einen Organspendeausweis würden Sie nicht mit Ja ankreuzen, weil ich da notgedrungen Gefahr laufen muss, dass ich als Gehirntod erklärt werde. Und für mich nicht, aber ich bin gar Gegner für Organspende. Mhm. Aber man muss sagen, dass die einseitige Aufklärung, mhm, in der Schweiz, in Deutschland, in den Niederlanden ist so ein großes Problem. Die Menschen wissen nicht, was sie meinen, als sie sagen, ich bin Donor. Sie wissen nichts von der Sterbeprozess, sie wissen nicht von der Diagnose Hirntod. So die Unwissenheit macht es ein großes Problem. Was Menschen alles wissen und dann entscheiden, ihm Liebe ein Organ zu schenken, ist es etwas anderes. Mhm. Kann man etwas über dieses Thema oder über alles, worüber wir jetzt gesprochen haben, in einer Ihrer Publikationen oder Büchern etwas, ja, genaueres lesen? Ja, ich auch. In meinem Buch habe ich darüber geschrieben. Mhm. Da ist ein sehr gutes Buch bei Renate Greinert, Unversehrt sterbe, über ihren 15-jährigen Sohn, der gestorben war durch einen Verkehrsunfall. Sehr, sehr emotionell. Mhm.
so unversehrt sterben. Und da sind mehrere Bücher auch. Super. Das heißt, man kann auf dieses Wissen auch zurückgreifen. Oh ja, aber in meinem Buch Endloses Bewusstsein habe ich darüber geschrieben. Perfekt. Dann, Herr van Lommel, leider ist unsere Zeit schon wieder vorbei. Ich danke Ihnen wirklich für Ihre Zeit und für diese Einblicke. Und für Sie, liebe Zuschauer, ich kann Ihnen dieses Buch wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Informieren Sie sich über dieses Thema. Es ist wirklich sehr, sehr spannend, sehr allumfassend. Und in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Die Suche nach dem Sinn des Lebens. Auf Wiedersehen.